Halt! Ja. Einen Schritt weiter. Ist so gut. Ich bin Jäger. Kann ich jetzt durch? Nur weil du Jäger bist, heißt das nicht, dass du überleben wirst. Halte dich von den Orks fern. Und von der großen Schmelze. Kapiert? Jetzt geh nach Nordmar und versuch zu überleben. Krieg ich hin. Hier ist dein Nebelgeist. Morra, du erstaunst mich. Jarr! Das war nicht völlig dumm. Geh zu Gnar. Er soll dich in die Burg lassen. Dort sind auch viele durstige Krieger. Ein Ruf von 96 in Faring jetzt. Ist das nicht schön? So, die Sache ist, wir müssen noch was machen. Und zwar müssen wir noch in Roccos Höhle. Und da muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob das vielleicht die hier rechts von mir ist, rechte Hand. Neben dem Turm oberhalb des Dorfes ist ein kleines verhülltes Tal. Das sollte das hier sein. War ich da noch nicht drin, hä? Ich hätte gedacht, da war ich schon. Nee, vielleicht auch nicht. So, speichern. Und dann rein in die wilde Luzi da. Das hörte sich falsch an, oder? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Es speichert noch, ne? Also, keine Panik. Es geht dann schon irgendwann los. Irgendwann. Jetzt zum Beispiel. So, komm her, mein Freund. Hua! Das war ein Überraschungstod. Hua! Der nicht so. Ja. Und der nächste bitte. Oh. Ist ein kleiner, kräftiger Bastard, würde ich sagen. Mich einfach so umzuschmeißen. Ist ja gut. So, Mann, nicht so überhastet hier. Ihr kommt doch alle noch dran, wie ihr seht. Und wenn ihr es gar nicht abwarten könnt, dann von mir aus auch alle gleichzeitig. Ist schon in Ordnung. So, kurzen Heiltrank rein. Da hätte es wahrscheinlich auch eine Brotzeit getan. Aber hey, was soll's denn? Wir haben's doch. Und der Goblin hier auch noch. Ja, können wir dann auf dem Rückweg schauen, was es denn hier alles Schönes gibt. So, kommt mal her. Genau. Warum soll ich mir die Mühe machen, zu euch zu kommen? So, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kann der Berg doch zum Propheten kommen. Respektive die vielen kleinen Hügel. So, und damit haben wir einen Ruf von 100 in Faring. Ist das nicht geil? Das ist doch wunderschön. Wir haben alle Aufträge im Dörfchen unten erfüllt. Das heißt, wir können jetzt frohen Mutes in die Burg gehen und danach geht es dann endlich nach Nordmar. Denn ins Innere der Burg, also die Burg ist auch nochmal unterteilt, das sage ich jetzt schon mal dazu, in einen äußeren und einen inneren Ring. Den äußeren Ring können wir dann jetzt betreten. Der innere, nee, könnt ihr vergessen. Da brauchen wir nämlich 75 Rufpunkte bei den Orks insgesamt als Fraktion, um reinzukommen. Also das ist im Prinzip wie Ishtar bei den Assassinen. Bleibt uns vorerst verwehrt und ja, deswegen würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal die Burg von innen an, nehmen alle Aufträge an und dann geht's ab nach Nordmar für uns. Nachdem jetzt so lange Winter war, können wir doch eigentlich ruhig nochmal ins Kalte und Verschneite gehen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Na klar, Ali. So. Lässt du mich in die Burg? Du bist stark. Du hast uns Orks Ehre erwiesen. Du bist kein Rebell. Du darfst in die Burg. Das ist schön, dass ihr das erkannt habt. Lass mich in die Burg. Ihr alle habt mir eure Zustimmung gegeben. Geh hinein. Jemanden wie dich können wir brauchen. Finde ich aber lustig, dass das nochmal als Antwortmöglichkeit da ist und es nochmal Erfahrungspunkte dafür gibt. Halt! Hey! Einen Schritt weiter! Doch! Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Na klar kann ich das. Ich weiß gar nicht. Ja gut, vielleicht hätte ich jetzt nicht reingekonnt, wenn Gnar es nicht gesagt hätte, das weiß ich nicht. Aber eigentlich kann man ja so sofort reingehen, wenn man die 75 Rufpunkte hat. Ne? So. Und jetzt, betreten wir das Innere der Burg. Und da stehen sie Gewehr bei Fuß. Beziehungsweise Tarach bei Fuß. Also hier, wisst schon, Wachen, Waffe, diese Axt da, dieses langblättrige Axt-Stil-Dingens, Scheißbums. Irgendwie habe ich etwas Artikulationsschwierigkeiten, ich weiß auch nicht.
So, und hier bin ich jetzt erstmal auf der Suche nach einem bestimmten Gegenstand. Da liegt er doch schon. Ich wusste es nämlich noch, dass hier ein Mahlstein, Mühlstein heißt es, liegt. Und den wollen wir natürlich nochmal ganz fix anheben. Das ist nicht das Problem für uns. Wir sind ja kräftig genug mittlerweile. Und das gibt nochmal 5 Stärkepunkte extra. Jawohl! 305 Stärke, so will ich das sehen. Das sieht irgendwie unorkisch aus. Kommt mir das nur so vor, oder haben Jasmin, die liebliche Tänzerin aus Varant, und der Ork hier dieselbe Tanzanimation? Du tanzt wie eine Sklavin, und zwar eine Morra-Sklavin, Tukash. So, ich würde sagen, oh Mitch, hallo. Bei dem gibt's aber nichts mehr. Jetzt haben wir ihn aber gefunden, das ist auch interessant. So, ich würde sagen, wir gucken kurz in das Buch. Das kenne ich schon. Das kennt er natürlich schon, natürlich. So, und dann fangen wir mal ganz rechts an und arbeiten uns Räumchen für Räumchen nach vorn. So, hier ist erstmal, nee, hier ist nix. Hier ist nix. Gehen wir nach oben? Nee, erstmal nicht. Wir gucken erstmal hier. Ach komm, wir rauben die einfach mal aus. Nachdem wir uns so schön das Vertrauen von denen erarbeitet haben, stecken wir alles mal ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Das passt schon. So. Hier oben ebenso, würde ich sagen. Wenn wir jetzt schon mal angefangen haben, jetzt kommen wir sowieso in die Hölle. Wegen diesen Truhen natürlich, nicht wegen den hunderten Toten, die wir schon hinter uns gelassen haben. Nein! Sondern wegen eben diesen Truhen hier. So, vielleicht ist ja irgendjemand... Könntest du gehen? Gehen? Ja, danke. Schön. Vielleicht ist ja irgendjemand hier oben, den wir noch besuchen könnten. Aber das sieht eher nach normalen NPCs aus. Genau so ist es. Halt, war ja noch was? Ne, bloß eine Bank. Okay, dann also wieder ab nach unten für uns. Mal im Eilschritt hier. So. Und dann gucken wir mal kurz hier drüben noch mit. Ach, herrje. Ja, flüssiges Spielvergnügen wie immer. Gut, hier ist nichts. Hier ist nichts. Geh runter. So, haben wir denn jetzt hier zufälligerweise einen Schmied mit Namen? Natürlich, Zakosch. Ich will mit dir handeln. Nur Krieger dürfen meine Waffen tragen. Bin ich. Ich bin ein Krieger. Dann beweise es mir. Unten am Berg, bei den Hügeln. Schon tot, schon lange tot. Die Trolle sind erledigt. Dann bist du doch ein großer Krieger. Es macht mir Ehre, wenn du meine Waffen trägst. Erstmal gucken, ob du überhaupt was für uns hast. Nicht, dass du hier bloß deine billigen Ork-Waffen hast. Das kann ja auch sein. Zeig mir deine Ware. So, dann gucken wir mal. Ach, der hat hier... Aha. Ein Bastardschwert. El Sordo Bastardo. Und ansonsten, jetzt müssten wir natürlich mal wissen, was für einen Ruf wir bei den Orks haben, aber... Ach nee, wir haben 98.000, okay. Das heißt, wir können uns mittlerweile sogar eine schwere Rüstung leisten. Von was auch immer. Aber es passt erstmal rein finanziell. Das ist schon mal schön. So, und ich würde sagen, wir verkaufen jetzt mal den ganzen Rotz hier. Eigentlich alles. Nee, hier nicht alles. Eine will ich behalten. So, was haben wir da? 3.800. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Die bleiben erstmal da. So, rein aus Gefühlsduselei, nennen wir es mal so. Okay, die Paladin-Schilde kann ich eigentlich auch verkaufen. Ne? So wie das aussieht? Ja. Gut, und die können auch noch weg. Amulett des Druiden, Resistenz gegen Krankheit. Ach, scheiß drauf. Weg, weg und weg und weg. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass keins davon irgendwie questrelevant ist. Ansonsten werde ich mich sehr viel später nochmal drüber ärgern. Und werde dann erstmal sehr, sehr lange überlegen müssen, wo ich die Sachen verkauft habe. Und stelle gerade fest, dass ich sowieso viel zu viel drüben drauf getan habe. Von daher kann ich auch die Amulette wieder zurücknehmen. Und die Ringe. Das geht ja sowieso alles nicht hin.
Oh, die Paladin-Schilde sind aber viel wert, hä? Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Machen wir es so. Sauber. So, damit haben wir schon über 100.000 Goldstücke jetzt. Das ist doch schön. Lass dich nicht umbringen. Nee, dich will ich auch gar nicht. Ich will wieder zu Zakosch, denn wir haben noch was zu offen hier. Kannst du mir was beibringen? Du hast bewiesen, dass du ein großer Krieger bist. Aber das reicht nicht, um ein guter Schmied zu sein. Was? Um den Stahl zu formen, musst du vor allen Dingen stark sein. Na klar. Siehst du diesen dicken Stein dort hinten? Längst gehoben. Wenn du ihn hochheben kannst, bist du stark genug. Ich habe den Stein hochgehoben. Ich habe dich gesehen. Ich lehre dich meine Kunst. Yay. Bring mir was über das Schmieden bei. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich wollte eigentlich mal ganz gerne Schmieden lernen, muss ich zugeben hier. Die Frage ist bloß, haben wir denn eigentlich die Lernpunkte dafür? Zeige mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Ja, ja. Wir müssen dann natürlich auch schauen. Oh, Lernpunkte 55. Sehr gut. wir müssen natürlich auch schauen. Ich wollte auch das alte Wissen ein bisschen erhöhen, um irgendwann mal die Artefakte Adanos tragen zu können. Aber da muss ich natürlich noch ganz schön zulegen. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Und dann wollte ich auch, ja, keine Ahnung, was wollte ich noch sagen? Ich hab's vergessen. Shit. So, Lebensenergie könnte man natürlich genauso erhöhen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und wir müssen auch bedenken, dass wir, selbst wenn wir dann schmieden können vernünftig, was beinhaltet, dass wir jetzt die Schmiedekunst an sich erhöhen und dann noch die einzelnen Skills erlernen, was wieder viele, viele, viele Skillpunkte kostet, müssen wir noch bedenken, dass wir auch noch die Baupläne für die Schwerter dann kaufen müssen. Das ist auch so eine Sache. Von daher würde ich sagen, erstmal Abstand halten. Wir können es ja erstmal noch alles behalten, das Geld. Wir müssen es, das Geld, die Lernpunkte. Wir müssen sie ja jetzt noch nicht ausgeben. So, Krieger über Krieger. Und hier sitzen sie, die Kombatanten, gegen die wir gleich kämpfen werden. Denn hier gibt es noch eine zweite Arena, die unabhängig von der unten im fahrigen Dorf ist. Und hier werden wir jetzt auch noch zum Champion. Das werden wir jetzt sehen. Was ist los? Hä? Sag du es mir. Hä? Wenn du kämpfen willst, rede mit Taro. Na klar. Wenn nicht, lass mich in Ruhe. Ja, ich glaube, ich werde dir mal die Schnauze polieren müssen, wa? So, reden wir erstmal mit Urgosch. Was willst du, Mora? Nur reden. Ich will was kaufen. Nein, dir verkaufe ich nichts. Wo ist dein Problem? Kein Problem. Du bist ein Mora. Ich verkaufe nichts an Moras. Ach, ich nehme an, wir müssen in der Arena gewinnen, damit er mit uns handelt. Was verlangst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche 3 Kronen. Bringe sie mir. Dann können wir handeln und uns über Alchemie unterhalten. Na gut. Alles klar. Doch eine andere Aufgabe. Aber ich habe ja den Kronstöckel und da ich sowieso nichts in Richtung Alchemie vorhabe. Hier sind deine Pflanzen. Kannst noch haben. Du hast gezeigt, dass du Mut hast und mir helfen willst. Ich werde mit dir handeln. So, das gibt gleich 2 Punkte bei den Orks. Nicht schlecht. Dafür, dass wir gar nichts gemacht haben, ist das wirklich gut. Zeig mir deine Ware. Und dann gucken wir erstmal, was der uns hier so anzubieten hat. Die Heiltränke nehmen wir zumindest mit. Das kann nicht schaden. So, der Rest ist mir jetzt ziemlich Wurst gerade. Der ist mir ziemlich Rille. Und lernen wollen wir auch nichts in Richtung Alchemie bei ihm. So, da würde ich sagen, nee, Rosov, das ist ja bei dem wir schon waren. Wenn du kämpfen willst, melde dich bei Tarok. Tarok suche ich, genau. Er organisiert die Kämpfe. Ja, ist gut. Ruckel dich mal weg von dem. So, und dann gucken wir mal, wo Tarok ist. Bist du? Nein, du bist nicht Tarok. Das sind alles bloß irgendwelche namenlosen NPCs. Tarok. Tarok. Was willst du? Kämpfen! Ich will in der Arena kämpfen. Meine Kämpfer kämpfen nicht gegen Moras. Na klar. In deiner Arena kämpfen doch Menschen. Sie haben Stärke und Mut in den größten Arenen der Welt bewiesen. Wenn du getan hast, was sie getan haben, darfst du hier kämpfen. Hab ich schon lange. Wann lässt du mich kämpfen? Wenn du die große Arena in der Wüste gewonnen hast. Sie ist in Morasul und nur die besten Krieger verlassen sie lebend. Das habe ich schon geschafft. Gut, dass du nicht nach Ishtar, Dingens hier fragst, nach Bakaresh. Ich habe die große Arena von Morasul gewonnen.
Dann bist du wirklich ein großer Krieger. Meine Kämpfer fühlen sich geehrt, sich mit dir messen zu dürfen. Sich mit mir messen zu dürfen, natürlich. Gut, schauen wir erstmal hier. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, große Waffen brauchen wir nicht. Also, los geht's. Ich will in der Arena kämpfen. Kämpft mit Vigo! Klar, machen wir gern. Vigo, mein Freund, wo bist du? Da bist du. Waffe gezogen und los geht's. Dann zeig. Yeah, der erste Schlag ist unser. Jetzt bist du in der Ecke und jetzt wirst du niedergehen. Wow, das gibt Ruf bei den Orks. Oh, das, ui, das wird der Spitze. Wenn ich für jeden Kampf Ruf bei den Orks kriege, das wird richtig cool, glaube ich. Hier, nichts mit Schleifen. Du musst mit mir reden. Vigo war kein Gegner. Beim nächsten Kampf gib mir einen echten Gegner. Ja. Ja, dann mach auch. Ich will in der Arena kämpfen. Tukas wird kämpfen. Der Sieger hat Ehre. Was dann wohl ich sein werde. So. Hier, ich bin der Ehrenvolle. Wo ist denn der Tukas? Ach gut, mit dem gibt's nichts mehr mit Vigo. So, dann können wir mal den ersten Ork verprügeln hier. Los geht's. Schnauze halten, kämpfen bitte. Beziehungsweise im Zweifelsfall einfach in den Dreck legen und liegen bleiben. Das ist auch okay. Das machst du nämlich so oder so. Klauen wir ihm mal die Schläge, damit er mal nicht hier weiter auf den Trommeln rumtrommelt. Ja. Dieser Krach immer. Das mache ich auch immer so, wenn irgendwelche Leute zu viel Krach machen, dann verprügel ich sie und klaue ihnen die Schläge. So. Tukas war zu schwach. Du bist ein guter Kämpfer. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Richtig. Das hast du sehr gut erkannt, Tarok. Ich bin bereit, in der Arena zu kämpfen. Du kämpfst gegen einen Menschen. Mach diese Krieger. Was? Kämpft gut. Ja, reduzierte Sprachausgabe oder sowas, ne? Warum auch alle Buchstaben mit aufsagen? Es reicht doch, wenn man den Anfang und das Ende ausspricht. Der hat eine schöne Stimme. Sanft wie eine Rose. So. Auch das ist kein Problem. Mit Urgosch wollen wir gar nicht reden. Der hat uns schön zugeschaut. Wir wollen nur die Bartaxt und den Heiltrank von Mortis. So, gab's noch irgendwas mit Dingens hier? Man muss ja mal gucken, vielleicht gibt's ja doch irgendwas mit denen zu besprechen hier. Tukas? Nee. Der will mir jetzt nicht erzählen, dass er wieder trommeln geht, oder? Ach, hat er sich aus dem Hintern noch ein paar Schläge rausgezogen, okay. Na dann ist ja alles gut. So, Kollege. Mit dir irgendwas? Nö, ich glaube, ich brauche die auch nicht ansprechen, jeden Einzelnen. Es scheint einfach nicht so zu sein. Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der stärkste Mensch in meiner Arena. Das wusste ich schon Nur vorher. Wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. Na dann. Ich will gegen den Besten antreten. Du hast Mut. Du forderst Rutter. Er wird zu dir in den Ring kommen. Oh Wenn yeah. du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Der Champion bin ich dann. Na dann machen wir uns mal zum Champion, wa? Los geht's, Rotzopf! Niemand? Niemand? Niemand was, hä? Rotzloch! Niemand besiegt mich, wolltest du sagen? Ich besiege dich. Beziehungsweise niemand besiegt mich. So, Tarok. Ich habe gewonnen. Du hast meinen Respekt. Von nun an wird sich jeder in dieser Arena an deinen Taten messen. Als Gladiator hast du alles erreicht, was ein Krieger erreichen kann. Ja, und das war's dann auch. Feuchter Händedruck und damit können wir gehen. Super. Vielleicht hat er wenigstens hier unser ehemaliger Champion was zu sagen. Nö, auch nicht. Macht nichts, hat halt verloren. Ist seine Ehre für immer los, hat gegen den Mora verloren, aber ey, was soll's? Ne, Tarok, erstmal einen rauchen darauf.